Sag und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Squad Building Challenge. Heute geht es um die Hybrid Nationen, nein, Hybrid League. Hybrid Nationen war die letzte Episode. Auch da hatten wir wieder ein Pack Opening, das mal wieder ein bisschen fehlgeschlagen ist aufgrund von Verpixelung. Aber wir haben es, denke ich mal, ganz gut gedeichselt. Schaut auf jeden Fall nochmal das Ganze an, wenn ihr noch Tipps braucht für die Squad Building Challenges zum Thema Nationen. Heute geht es, wie gesagt, um die Ligen. Wenn es euch gefallen sollte, lasst hier auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben. Da würde ich mich tierisch über freuen. Videobeschreibung, Links zu IG Void, Links zu meinem Merchandise und Links zu den Social Media. Links bei IG Void bekommt ihr 6% Rabatt auf eure Coins mit dem Code MaxGamingTV. Also, wenn ihr welche braucht, checkt die auf jeden Fall aus, unterstützt mich damit. Die größte Unterstützung ist aber selbstverständlich der Daumen nach oben, denn ihr wisst, was das für mich für eine Bedeutung hat. So, Squad Building Challenge, und ich werde dieses Mal wieder vor dem Pack Opening die Aufnahme beenden und danach versuchen, beziehungsweise dann gucken, wie die Aufnahme aussieht, und dann nach jedem Pack die Aufnahme beenden und gucken, ob die Aufnahme verpixelt ist oder nicht. Das ist einfach die einzige Option, die ich momentan habe, weil ich mir bei diesen Pack Openings einfach nicht sicher bin und einfach keine Sicherheit habe. So, wir haben hier 5 Ligen Hybrid, 7 Ligen Hybrid, Start 11, das heißt 11 Ligen, und 9x klug 9 Ligen mit 99 Chemie. Das ist gar nicht mal so einfach, aber wir gucken uns erstmal das 5 Ligen Hybrid an. Und da sehen wir, es ist relativ easy, weil man braucht zwar 80 Chemie, aber das ist jetzt auch nicht so viel, und ich habe hier auch wieder einfach nur Spieler reingenommen, die ich im Verein hatte. Man braucht dazu 5 seltene Spieler, was auch, denke ich mal, kein Problem sein sollte, und ja, eine Teambewertung von 67, also hätte theoretisch auch Silberspieler nehmen können oder ja, was noch? Silberspieler oder Bronzespieler theoretisch sogar auch. Ist auch egal. Ospina, dann haben wir Morgan und Hernandez. Dann hier Dellabella. Nee. Doch, Dellabella. Huh, krass. Torres, Basta, Iago, Falke, Vallejo, Dennis Suarez? Ja, Dennis Suarez, Caicedo und Paco Alcácer. Ja, ist, wie gesagt, wieder mal nicht so sonderlich schwierig gewesen. Ich denke mal, da braucht keiner von euch Tipps. Einfach die ganzen Ligen reinklatschen. Und hier hat eine Art und Weise, wie es funktioniert. Die Spieler sind auch alle nicht so sonderlich teuer. Also ich meine, die hier, Morgan, Ospina und Torres, die kosten vielleicht jeweils 1000 Münzen. Borja Valero auch höchstens, Caicedo auch. Und der Rest ist gut. Dellabella könnte momentan für ein bisschen was gehen, aufgrund dessen, dass es diese Ligen-Challenge eben gibt, wo man, ja, ihr seht das, 2000 Münzen, wo man halt viele Spieler aus Ligen braucht. Und es gibt ja halt diese Elva-Challenge, die ich gerade schon gezeigt habe. Und da könnte man theoretisch dann halt auch einen Dellabella benutzen als Linksverteidiger, weil er halt in der Liga spielt, wo normalerweise nicht viele Spanier dabei sind. Deswegen verkaufe ich den jetzt einfach auch mal. Ganz fuchsig, wie ich bin, weil ich kann ja selber Spieler benutzen, wie wir gerade gesehen haben. Wie viel geht da? 2000 um den Dreh, ne? Ja, das ist halt wirklich genial, dass man mit Spielern, die man im Verein hat, quasi einfach nur so viele Coins machen kann. Merkt euch das auf jeden Fall und macht es einfach, weil ihr habt nichts zu verlieren. Und ja, gut, alles klar. Die senden wir dann ab, dann kriegen wir dafür ein Goldset, war es, glaube ich. Habe ich es richtig gesehen? Premium Goldset, das heißt ein ganz normales Goldset quasi mit 3 seltenen Spielern. Hier bekommen wir Jumbo Premium Goldset, das heißt ein 15k-Set. Hier bekommen wir ein Premium Goldset. Premium Gold Spieler Set. Uiuiui. Und hier bekommen wir nochmal ein Jumbo Premium Gold Set. Das heißt 2 15k-Sets, ein 25k-Set und ein 7,5k-Set. Ist aber in Ordnung. 7 Ligen, da wird schon ein bisschen komplizierter, weil da braucht man 85 Chemie. Und ja, Anzahl der Spieler im Team 11, dazu 78er Bewertung. Das ist nicht ganz so einfach, zumal ich nicht so viele aus der türkischen Liga empfangen hatte, wie ich dachte. Aber auch das wieder nicht zu schwierig. Ihr seht hier eigentlich kein Spieler, abgesehen von Hahn und Kramer, auf voller Chemie. Okay, Rafinha und Malos und Kayo auch, aber... Oh, Kayo brauche ich noch. Scheiße, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Den brauche ich noch für eine andere Challenge. Was machen wir jetzt? Können wir da was machen? Leonardo? Nee, Leonardo brauche ich auch. Kajubi? Nee, geht auch nicht. Guck mal, das ist natürlich jetzt schlecht. Natürlich jetzt ganz schlecht. Aber wir haben 94 Chemie, das heißt normalerweise sollte es auch gar kein Problem sein, wenn ich einfach irgendeinen linken Flügelspieler hier hinstelle. Gucken wir mal nach mit Helden. Ach, portugiesische Liga haben wir schon, ja, siehst du mal. Ah ja, Schwachsinn. Hier, Kowski da. Ja, okay, funktioniert auch gut, alles klar. Dann machen wir das Ganze so, weil, wie gesagt, den anderen Kollegen brauche ich noch. Jumbo Premium Goldset haben wir dafür bekommen. Ist auch keine schwere Challenge. 9x klug wird dann schon ein bisschen schwieriger. Da muss ich auch tatsächlich Spieler kaufen. Wen hatte ich im Sturm stehen? Denjenigen habe ich nämlich jetzt verkauft, was nicht gut ist. Serie A, Deutschland, Premier League, spanische Liga, Gignac. Ich weiß nicht, wen ich im Sturm hatte. Ach genau, Halle hatte ich im Sturm. Ja, das ist natürlich jetzt unpraktisch. Habe ich mich gerade schon weggehauen, glaube ich.
die Frage, ob der teurer ist als Gignac. Das sieht fast so aus. Deswegen holen wir mal André Pierre. Wir machen das Ganze mit dem. Zumindest habe ich den gerade für 1800 gesehen. 2100. Da muss man halt drauf achten. Also ich spare, oder bin ja ein sparsamer Mensch. Das heißt, ich werde da jetzt nicht einfach so einen Spieler kaufen für 2500. Ich achte da tatsächlich auf jede 100 Coins. Okay, die sind mir jetzt nicht so wichtig. Deswegen nehmen wir jetzt den mit. Oh, das wollte ich nicht. So. Dann haben wir André Pierre und dann müsste das Team wieder gut sein. Jawohl, und dann können wir auch das absenden. Hier habe ich halt nur Franzosen reingenommen. Im Endeffekt aus allen möglichen Maschinen liegen. Und dann David Santon aus der Serie A. Hier habe ich noch Palois und Jodrin, sodass wir wirklich 9 Ligen haben. Also zwei aus der französischen Liga. Theoretisch hätte ich auch noch einen anderen Torwart oder Innenverteidiger nehmen können, aber habe ich jetzt mal gelassen. Ja, 100 Chemie, beziehungsweise 99 Chemie braucht man. Bei mir habe ich, glaube ich, fast alle hier oder einige auf 10 Chemie, weil ich es halt gezogen habe. Und von daher passt das alles. Auch die Challenge nicht so schwer, aber vielleicht ein bisschen Coins intensiver. Von daher, ja, aber wir senden das Team einfach mal ab. Bekommen dafür mal wieder unsere Belohnung. Und ja, haben dann hier die letzte Challenge, Startelf. Und die ist, Gott sei Dank, noch vollständig. Weil die ist ekelhaft. Weil man braucht 11 Spieler aus 11 verschiedenen, also sie müssen Gold sein. Das ist schon mal ein bisschen kritisch. Und die müssen halt aus 11 verschiedenen Ligen sein und trotzdem 100 Chemie haben. Und deswegen habe ich hier aus jeder Liga, die es so gibt auf der Welt, einfach mal einen Brasilianer. Beispielsweise hier ein Thiago. Wer nicht Thiago Neves ist übrigens, der wird momentan wahrscheinlich für einiges gehen. Ja, hier 3000 Münzen kriegt man normalerweise nie für so einen. Auch ein Everton, den habe ich beispielsweise für 2000, glaube ich, gekauft. 3300 habe ich für den bezahlt. Dann hier ein Marcelo, selbst der dürfte für ein bisschen was gehen. 1000 Münzen würde normalerweise auch nicht für gehen. So ein Caio, der ist natürlich total beliebt jetzt, weil er ein linker Mittelfeldspieler ist. 5000 Münzen. Ja, das ist schon krass, aber Gott sei Dank hatte ich die halt größtenteils im Verein. Ich sage es immer wieder, behaltet die Spieler, die ihr aus den Packs bekommt. Und da senden wir jetzt auch wieder ab. Und auch die Challenge ist halt nicht schwer, aber teuer. Und dementsprechend haben wir hier Premium Goldspieler Set und die Challenge abgeschlossen. Was natürlich sehr schön ist. Hybrid Ligen, was unsere Belohnung, ein Prime Goldspieler Set. Das hatten wir gerade auch. Da haben wir in der letzten Episode einen 84er immerhin drin gezogen. Welchen könnt ihr gerne auschecken. Und dann haben wir wieder 5 Sets. Und das heißt für mich jetzt wieder, ich beende den Teil der Aufnahme. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich versuche, verdammt nochmal, dass wir es schaffen, dass nichts verpixelt. Auf geht's. So, da sind wir. Erstes Set ist das Premium Goldset mit Angel Di Maria vorne drauf. Ich bin sehr gespannt, ob wir da vielleicht eine dicke Sternschuhe bekommen. Nein, wir bekommen nicht mal einen seltenen Spieler, sondern Hector Moreno. Das ist natürlich mal eine absolute Ernüchterung. Und da können wir, denke ich, mal direkt weitergehen zum nächsten Set. Oh, wir sind jetzt risikoreich. Wir werden es nämlich jetzt so machen, dass ich einfach mal nach dem ersten Set, das so scheiße war, nicht gucke, sondern das Jumbo Premium Goldset direkt öffne. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht auch nicht. Immerhin eine Sternschnuppe. Man soll sich ja nicht zu schnell beschweren. Der Spieler ist allerdings totale Rotze, 77er Rating. Also das ist wirklich mal wieder richtig wack für diese, ja, für dieses Pack. Das reimt sich sogar. Ja, mal wieder nichts Krasses dabei. Vielleicht irgendwas in Duplikaten. Nee, aber 1000 Münzen. Oh, Buddy und Hooper. Ja, kann ich mit leben. Gerade noch so. So, das letzte Set. Anthony Martial, den will ich nicht auf dem Cover haben. Ich will auch nicht Marco Reus haben. Ich will auch nicht Martial haben. Ich will auch nicht Marco Reus haben. Ich will Harry Kane haben. Bitte eine dicke Sternschnuppe. Bitte, 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 bitte. Oh, Gottes Willen. Auch das wieder nur eine kleine Sternschnuppe. Ivan Perisic. Ich bin gespannt, ob es verpixelt ist oder nicht. 83er Rating zum Ende dieser Episode. Je nachdem, ob es verpixelt ist oder nicht, werde ich jetzt hier an dieser Stelle ja nur noch mich einblenden, gegebenenfalls. Das war's von dieser Challenge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Wenn ja, lasst dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Videobeschreibung könnt ihr auf jeden Fall auschecken. Und nächste Episode geht's dann weiter mit den nächsten Squad-Building-Challenges. Und hoffentlich, hoffentlich mit ein bisschen mehr Glück bei diesen Squad-Building-Challenges. Ich bin gespannt. Warum geht Edin Nilsson für 10k? Oder für 5k? Naja, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.